Hallo und herzlich willkommen zu Graustausch Nummer 303. 303. Planungsgemäß, wir hoffen, ihr habt letzte Woche einen Monatsrückblick gesehen, den wir aber natürlich nicht jetzt am 19.07. schon aufnehmen wollen. Deswegen spekulieren wir jetzt einfach mal, dass das klappt und dass das hier die 303 ist. Das funktioniert immer bei uns. Das funktioniert immer. Und wir wollen, ja, wie jetzt in den letzten Jahren immer so zum Sommer hin, einmal 10 Jahre in die Vergangenheit schauen und mal gucken, was war denn eigentlich 2013 so los an Games. Wir haben uns beide im Vorfeld daran erinnert, nicht so viel, weil Ja. man richtig merkte, die alte Konsolengeneration lief aus, die neue startete und alle Publisher waren irgendwie so, ach so, neue Konsolen. Neue Ja! Spiele. Ja, weil, wenn ihr euch nämlich vielleicht auch erinnert, es hieß damals, haben ganz viele predicted, dass diese PS4, Xbox One-Generation scheitern wird. Ja. So, dass das Zeitalter der Konsolen vorbei ist und dass das scheitern wird. Haben sich ein bisschen vertan mit. Ganz leicht. Ja, und wir wollen aber natürlich trotzdem schauen, was war denn da so? Wie immer, wir reden jetzt nur über das, wo wir irgendwie was zu sagen können, wo wir was zu wissen. Da waren natürlich noch Tonnen, 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 tonnenweise andere Games, aber wir haben uns auch entschieden, diesmal. Das, wo wir nichts zu wissen, die bleiben einfach raus. Richtig. Ja. Deswegen, also nicht wundern, wenn vielleicht ein paar Titel, die ihr vielleicht vor 10 Jahren gespielt habt, dass wir die vielleicht nicht erwähnen in irgendeiner Form. Die könnt ihr natürlich gerne in die Kommentare schreiben, wo ihr sagt, so Mensch, vor 10 Jahren, das und das Game war das absolute Highlight für mich. Ja, genau. Und ja, wir wollen losstarten. Nicht mit dem A, sondern mit Nein. einer Zahl. Nämlich, das hat mich tatsächlich sehr überrascht zu lesen. 7 Days to Die kam vor 10 Jahren raus, also ging in den Early Access In Early Access damals. damals, so 10 Jahren, das ist schon her. Generell gerade eben, wo die Liste aber durchging, war bei vielen so, ich dachte, oh mein Gott, das ist schon 10 Jahre her. Oh mein Gott, das ist schon 10 Jahre Aber letztens wurde geschrieben, dass Knights of the Old Republic 20 Jahre jetzt alt ist. Und ich so, nee, ist es nicht. her. Nein! Es ist wirklich so, ja, so langsam denke ich wirklich so, Mensch, wo ist die Zeit hin? Ja. Man muss überlegen, ne, dass wir auch jetzt, wo wir zusammen diesen Kanal machen, jetzt auch schon jetzt dann bald 10 Jahre her Nächstes ist, ne? Jahr sind es 10 Jahre, ja. Deswegen, also es sind auch schon 10 Jahre her und das ist dann auch schon krass, Ja. dass wir auch schon mit 10 Jahren auch diesen ganzen YouTube-Kram machen, ist auch heftig. Ja, aber 7 Days to Die, was soll man sagen, war damals, wo es in Early Access losgeht, schon relativ beliebt und von Anfang an relativ erfolgreich. Es war sogar zu der Zeit, wo generell diese ganzen Open World, Survival und auch vor allem Zombie-Games halt rausgekommen sind. Also, ne, DayZ kam ja dann auch, ich glaube, in der 2012 oder auch Nee, schon da auch stand schon. 2013. Auch DayZ? Ach Ja. da, Tatsache. Kommt auch 2013 auch schon raus. Und noch ein paar andere, die wahrscheinlich auch noch eine Liste haben, die ich schon wieder vergessen habe, rausgekommen sind. Es war so eine große, wie sagen wir, den große Hype irgendwo auf diese Games. Und 7 Days to Die habe ich damals tatsächlich von Anfang an gespielt, mit verschiedenen Leuten irgendwie. Und das war etwas clunky alles, aber es hat schon irgendwie Spaß gemacht. Das große Ding war halt wirklich, du konntest diese Welt sehr, sehr stark seine eigene Basis wirklich bauen, musst halt wirklich richtig die ganzen Ressourcen Stück für Stück sammeln, musst halt alles craften, um dich halt gegen diese Zombie-Horden zu wehren. Das Alltägliche. Und also der Clou ist bei 7 Days, dass du halt alle 7 Tage hattest du einen Blutmond sozusagen, einen Vollblutvollmond, wo dann halt einfach riesige Horden an Zombies denn deine Position gestürmt haben. Sprich, du hast halt immer so eine Woche Zeit gehabt, um dich um deine Basis zu kümmern, deinen Basenbau zu kümmern, Waffen zu finden, Munition zu holen, alles mögliche zu craften, Fallen zu craften und so weiter, damit du halt dann diesen Vollblutmond irgendwie überlebst. Außerdem war es auch noch so, dass dann tagsüber waren die Zombies halt ganz langsam und ja, ungefähr, also nicht ungefährlich allgemein, aber halt ein bisschen weniger gefährlich. Und in der Nacht waren die auf einmal schnell. Das heißt also, nachts musst du dich wirklich immer verstecken, weil wenn die halt dir hinterhergesprungen sind, wie sonst was, und mehr Schaden gemacht haben, warst du halt sehr, sehr schnell tot. Und ja, und das war eigentlich total lustig. Du bist halt auf einer großen Map, so wie es auf der DayZ denn so war, erstmal random gespawnt, musst dich dann erstmal, wenn du das mit Freunden zusammengespielt hast, erstmal zusammenfinden. Und dann hast du halt, obwohl es keine Open World, also kein MMO-mäßig war mit DayZ, so ein großer Server, sondern einfach nur, du hast privat gespielt. Und dann musst du dich trotzdem erstmal finden und dann musst du halt Stück für Stück dann dich irgendwie ausweiten und gucken, wo du Materialien bekommst. Und so weiter. Am Anfang war es auch recht rudimentär. Mittlerweile, 7 Days wurde auch mal weiter gepatcht. Ich glaube, es ist mittlerweile aus dem Early Access Ich meine, raus. letztes gelesen zu haben, dass es immer noch nicht raus ist. Ich glaube, das war das Beispiel, was irgendwo letztes Mal genannt wurde. Ja, irgendwie war da was, So, ne? ne? Aber ja. Aber mittlerweile ist halt so viel Content noch dazu gekommen. Also, ich hatte vor auch schon ein paar Monate her, hatte ich mal irgendwie ein Video mal wieder gesehen, was jetzt eigentlich da drin ist. Es gibt viel mehr mittlerweile an. Irgendwie Mutanten-Zombies, die noch irgendwelche Sonderfähigkeiten haben. Du hast viel mehr Möglichkeiten noch zu craften, noch viel mehr Waffen, Motorräder kannst du bauen, Autos reparieren, und noch mehr Fallen,
Geschütztürme etc. etc. Also hat es auch tausend mehr Möglichkeiten, dass es Stück für Stück irgendwie alles erweitert wird. Ich weiß, ich glaube, es war auch Bars, was The Sam Days to Die rausgekommen ist. Das Besondere, dass es auch nur irgendwie von so einem ganz kleinen Team entwickelt worden ist. War auch irgendwie so ein, zwei Leute oder irgendwie sowas. Weshalb es halt so lange gedauert hat, bis dann halt wirklich das sich weiterentwickelt hat und ja. So ein Kram. Und weißt du auch, das eine Sache, es gab dann auch irgendwann schon nach einigen Patches, war dann auch so ein Terraforming-Tool, was dann wieder relativ schnell entfernt worden ist, weil es einfach das gesamte Spiel gebrokt hat. Ja, daran scheitern viele Entwickler. Wir erinnern uns, an Subnautica sollte ja auch mal ein Terraforming-Tool drin sein, oder war ja sogar mal drin. War ja sogar drin. So, und ja, das hat auch nicht so funktioniert. Nicht so richtig, ja. Ja. War aber ein schönes kleines Spielchen, habe ich die ganze Weile gespielt. Ja, ein Spiel, wo sich viele sehr darauf gefreut haben und auch erwartet haben, ist eine ganze Weile im Koop zu spielen, war Aliens Colonial Marines von Gearbox. Game überhaupt. Die ja zu dem Zeitpunkt auch ne durch Borderlands und so eigentlich, oh, Gearbox, okay, die können was. Und ja, dann kam dieses Game raus, es spielt kurz nach dem zweiten Film, also nach Aliens und hatte daher einen Action-Fokus, was ja auch zum zweiten Film passt. Und ja, lobend erwähnen kann man, dass das Sounddesign passt, dass auch einige der Orte aus dem Film liebevoll umgesetzt wurden. Nicht so lobend erwähnen kann man, dass es ein Buggy-Mess war und so ziemlich nichts funktioniert hat, es Spielabstürze gab, dass das Spiel unfassbar falsch vermarktet wurde. Also es war wirklich so, wo sie Trailer gezeigt haben, wo man dachte, oh, okay, krass, das ist irgendwie jetzt schon so richtig die nächste Generation der Grafik und so weiter, die Lichtstimmung, und dann sah es potent hässlich aus im Vergleich dazu. Also wirklich straight up Fake-Trailer, und das eben nicht wie zum Beispiel bei einem Witcher Jahre vorher, wo sie vielleicht wirklich noch dachten, okay, da kommen wir mal hin, sondern wirklich so noch bis zum Schluss, ja, so ist das richtig. Game. Und ja, dann war es eben noch dazu ein funktionierender Shooter, aber das war's dann halt auch. Und ja, wo auch mit sehr dummen Gegnern, also dass die Aliens irgendwie mal einen Swarm würden oder flankieren oder was sie ja können, an den Decken langklettern oder so, gab's halt nicht, sondern man ist halt durch die Gänge gelaufen, hat stumpf drauf geballert und das war dann das Game. Genau. Dazu, wie gesagt, halt einfach Bugs ohne Ende, also du hast so viel Spielabstürze einfach gehabt dabei, dass einfach nichts funktioniert hat. Und ja, selbst in Koop hat es halt nur sehr wenig Spaß gemacht, weil es war ja auch mega langweilig. Du bist einfach auf okay, nichts weiter, okay, nichts weiter. Und selbst die Alien-Variationen, die ja theoretisch ein bisschen mal Taktik irgendwie reinbringen könnten, sonst irgendwas, war genau derselbe Scheiß. Du hast einfach auf stumpf draufgeballert, du musst dich um nichts weiter kümmern, weil die Aliens waren eh dumm wie Brot. Also die gesamte Wegfindung hat nicht funktioniert. Teilweise standest du da und hast gesehen, wie die Aliens halt im Kreis die ganze Zeit vor dir herumgelaufen sind, weil sie nicht wussten, wie sie zu dir gekommen sind. Und ich war so, okay, gut, dann schieße ich jetzt halt mal. Also das ganze Spiel war einfach, also es war ein absolutes Desaster, wirklich. Ja, und war so ein bisschen der Auftakt von diesem, was man heute so ein bisschen hat, ne? Dass Gearbox nichts kann, außer Borderlands. Ja. So, weil immer, wenn sie was anderes probiert haben, hat das nicht funktioniert. Ja. Ja, es war wirklich bei Aliens, war das krasse, das war wirklich einer der ersten Riesenskandale in diesem Jahr. Ja. Ich glaube, es kam auch sogar relativ am Anfang des Jahres oder so. Das weiß ich nicht mehr genau. Und da war halt wirklich so dieses so, ey, was habt ihr eigentlich euch da gedacht? Es hat die ganze Zeit so falsch zu bewerben, bis zuletzt irgendwie mit den krassesten Trailern und so weiter. Ich kann mich noch erinnern, wie viele Vergleichvideos damals auf YouTube aufgepoppt sind, wo sie einfach mal verglichen haben, das ist der Trailer, so sieht's original aus, so 1:1:10. Ja. So, das ist nicht dasselbe Spiel. Ja. Ja, nee, ein einziges Mess. Ja. Ja, dann ein Game, was ich leider nicht gespielt habe, aber was trotzdem einen Platz in meinem Herzen hat, nämlich Amnesia, A Machine for Pigs. Mhm. Und zwar aus dem Grunde, weil das erste Amnesia, Dark Descent, war einer der Begründer der neuen Art von Horror, so in der letzten Dekade, kann man sagen. Und war eben sehr auf Straight-Up-Horror ausgelegt, mit ein bisschen Story und Erzählung und Lore und so weiter, aber halt mehr auf, du sollst Angst haben und versuchen, da wegzukommen. Mhm. Und A Machine for Pigs war dann wohl so, dass viele gesagt haben, ja, Angst hat man da jetzt nicht mehr wirklich in diesem Game, aber es erzählt eine gute Story und hat sehr viele versteckte gesellschaftskritische Botschaften drin und so weiter und so fort. Und hat damit den Grundstein gelegt für Soma. Ja. Wo man ja auch sagen kann, naja, gruselig war das jetzt nicht mehr so richtig, aber auf Story-Ebene dafür ein Meisterwerk. Ja. Und ich weiß aber, dass damals viele sehr enttäuscht waren von Machine for Pigs, weil es
an das, ja, an Amnesia 1 nicht rangekommen ist. Ja. Was sie ja bis heute nicht richtig geschafft haben. Ja. Ne? Also auch das jetzt der neue Teil, diese Bunker, der kommt zwar wieder besser an, aber halt auch nicht so perfekt. Ja, und auch Amnesia 3, was sie hatten vor 2 Jahren oder genau. So, war auch alle gesagt, es ist mehr frustrierend als alles andere. Ja, schade. Also und vor allem, sie hatten ja, finde ich, also zumindest für mich bereits persönlich, hatten sie mit Soma ja so eine schöne neue Richtung. Ja, so Story-Game mit ein bisschen Horror-Einschlag. Naja, gut. Ist, so ist es. Dann haben wir Antichamber und ich habe vergessen, was war. Antichamber war ein Rätselspiel, wo man in der besagten Antichamber ist und war damals ja so ein kleiner Überraschungserfolg dadurch, dass es halt einfach unfassbar abgefahrene Rätsel hatte. Also da waren halt welche, die haben gearbeitet damit, dass du den Sound in einem Raum richtig beeinflussen musstest. Und auch hier kann man sagen, es ist ein Grundstein für sowas wie Layers of Fear zum Beispiel gewesen, weil das sehr viel sowas gemacht hat wie, du kommst in einen Raum, du siehst irgendwas, sobald du dich drehst, verändert sich der Raum und so weiter und so fort. Und dass ja, es wohl wirklich, wirklich, wirklich eine krasse Kopfnuss war, durch dieses Spiel durchzukommen. Letztendlich, weil es einen mit einem Mindfuck-Rätsel nach dem anderen konfrontiert. Und vielleicht, das war im Prinzip, war dieses Spiel komplett einfach nur Gänge mit weißen Wänden oder bunten Wänden und so weiter. Und damit haben die so viel gemacht letztendlich, okay. Dass das ja, sehr, sehr erfolgreich war. Und ja, ich glaube, so Leute wie Bluebar Team mit Layers of Fear sich da einiges abgeguckt haben mit diesem, wir drehen den Raum und es passiert was Neues damit. Ja. Und ja, habe ich nur mal angefangen, nicht weit gespielt, weil ich wieder gemerkt habe, ich bin zu doof für logisches Denken. Werde ich auch gerade wieder sehr mit konfrontiert bei Dragon Age Inquisition. Sobald da ein Rätsel ist, wo ich die Punkte im richtigen, in der richtigen Reihenfolge bekommen muss, ist ich da, ich kann es nicht. Ja, aber war sehr gut. Okay, ich kann mich echt nicht daran erinnern, ja, dieses Spiel. Aber ich komme mich an das nächste Spiel, nämlich Assassin's Creed 4 Black Flag. Weil es nämlich das einzige richtige Assassin's Creed war, was ich so richtig von Anfang an bis Ende durchgespielt habe, alleine. Weil es damals irgendwie kostenlos gab es irgendwann mal irgendwie geschenkt, irgendwie sowas. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, so, ach komm, also am Black Flag soll ganz gut sein, probier es mal aus. Und ja, was soll ich sagen, es hat mir super viel Spaß gemacht. Es war, Story war jetzt halt nichts Besonderes an sich eigentlich, ja, obwohl ich den Charakter sehr mochte. Und also die Schusskämpfe haben mega viel Spaß gemacht. Diese ganze Karibik-Flair haben sie sehr, sehr cool rübergebracht. Und ja, und einfach nur auf dem, mit deinem Schiff da halt umherzukuttern und einfach die ganzen anderen schon fertig zu machen, war cool. Ja. Hat sehr viel Spaß gemacht einfach. Ja, genau. War für mich tatsächlich das erste Assassin's Creed, was ich nicht durchgespielt habe. Ja. Weil es für mich nicht mehr wirklich ein Assassin's Creed war. Weil sie sind Story, ne, das war der Teil, wo ich so perplex war, dass sie den dritten beenden mit Spoiler. Ja, übrigens, die Apokalypse wird jetzt ausgelöst von der Göttin da, die Desmond tötet und über seine Leiche steigt und sagt, super, wir löschen jetzt die Menschheit aus. Und dann kommt der nächste Teil und du bist ein Videospielentwickler bei Abstergo. Ja. Und das ist die Gegenwart-Storyline, die nichts mit dem großen Ganzen, also wirklich nichts damit zu tun hat. Ja. Naja, und dann war halt, also mir hat es auch super viel Spaß gemacht, das Ganze, aber im Prinzip, du warst in diesem Game 40% auf dem Land, wenn es hochkommt, ja, und ansonsten auf deinem Schiff, und da hattest du dann so ein bisschen Assassin's Creed Gameplay und ansonsten warst du halt ein Pirat, und ja, das hat für mich für so, keine Ahnung, 20 Stunden oder so funktioniert, und dann war ich so, ja, okay, jetzt ist aber auch gut. Ne. So, das Bedürfnis jetzt hier noch die legendären Schiffe zu jagen und so weiter, habe ich nicht wirklich. Aber ja, war sehr gut und man kann ja auch sagen, es steht ja jetzt schon fest, legt natürlich den Grundstein für das Game des Jahres nächstes Jahr mit Skull & Bones. Ja. Also da besteht, glaube ich, wenig Zweifel dran. Naja, Skull & Bones definitiv nichts herauskommt. Definitiv, also und wenn nicht, dann eben 2025. Wenn dann nicht, dann 2026. Ja, genau, weil nach dem Erfolg von Black Flag haben die dann, ja, sie haben ja in dem Jahr angefangen zu entwickeln, ja, an Skull & Bones. Haben sie gesagt, ey, da müssen wir ein komplettes Game draus machen. Ja. Das wird funktionieren. Hätte es wahrscheinlich auch, wenn das so 2, 3, 4 Jahre später rausgekommen wäre. Ja. Mittlerweile sind wir über 10 Jahre später und es ist klar, dass es dieses Jahr immer noch nicht rauskommt. Yep. Und alles, was man bis jetzt so gesehen hat und gespielt hat und so weiter, ist dieses Spiel grottenscheiße. Ja. Also, furchtbar. Ja, naja, aber Assassin's Creed 4 Black Flag war ganz lustig. Wie gesagt, das Einzige, was schade hat, wirklich war, dass ja diese gesamte Gesamtstory von den ersten 3 Teilen, die ich ja auch ganz interessant, ja, fand, auch wenn ich die ersten 3 Teile nie so 100% gespielt habe. Und hat sich nie wieder erholt. Das, ja, muss man wirklich sagen. Es hat sich, von diesem Bruch hat sich die Reihe nie wieder erholt. Ja. So in der Gesamtstoryline. Ja.
Das ist ja schon weird. Ja, und dann ein Game. Wir haben ja sonst jetzt wirklich nicht groß hier Enhanced Editions und so weiter drin oder HD Definitions, ja. Definitions. Editions. Aber ich fand, dass die Baldur's Gate 2 Enhanced Edition vor 10 Jahren rausgekommen ist, fand ich ganz schön erwähnenswert, weil ja jetzt bald Baldur's Gate 3 kommt. Wenn ihr das seht, ist es schon draußen, seit 3 Tagen auf PC. Und ja, ist, glaube ich, erwähnenswert, weil Baldur's Gate 2, glaube ich, so eines der legendärsten Rollenspiele aller Zeiten ist. Ja. Und ja, schlummert auch seit vielen Jahren bei GOG auf meiner Festplatte. Habe ich aber nicht gespielt. Ja, wenn du 3 erstmal durch hast, dann kannst du 2 nochmal durchspielen. Ja, und dann denke ich, oh Gott, das ist ganz schön veraltet. Ja, genau, aber das wollte ich nur mal kurz. Ich fand es irgendwie so schön, dass vor 10 Jahren kam die Enhanced Edition. Und jetzt kommt der dritte Teil. Ja, aber ein Spiel, das ja doch auch eher negativ von sich reden gemacht hat, war Batman Arkham Origins, weil ja die Arkham-Reihe zu diesem Zeitpunkt ja als eine der besten Videospielreihen überhaupt galt und ja Rocksteady im Alleingang zu einem der Household Names im Gaming katapultiert und damit sie ihn jetzt wahrscheinlich nächstes Jahr mit vollem Anlauf wieder zerschmettern mit Suicide Squad. Und ja, dann kam Arkham Origins und war so eins dieser klassischen, wir hauen für PS3 nochmal ein Prequel raus, Games. Davon kamen 3 dieses Jahr. Ja. Von 3 großen Marken. Und Arkham Origins war okay, aber im Prinzip war so der Konsens, es kommt aber in keinem Punkt an Arkham City ran. Ja. Wurde auch nicht von Rocksteady entwickelt, sondern von Warner Montreal oder so, glaube ich. Und also jedenfalls von denen, die jetzt auch Gotham Knights gemacht haben. Ja. Und ja, also im Prinzip haben alle gesagt, kann man machen, muss man nicht, wir warten auf Arkham Knight. Ja. So. Oder Arkham Knight der dritte Teil, ja. Was ja auch nicht so gut war. Nee, leider nicht. Leider nicht. Ähnlich ein bisschen wie mit Black Flag. Immer wenn ich Batman sein durfte, fand ich's gut. Ja. Aber ich bin zu 60% mit meinem Batmobil rumgefahren und habe definitiv keine Leute getötet. Nein. Mit 100 Sachen gegen einen Menschen. Da ist ein Schutzschild drum. Ja, das fliegt nur gegen eine Häuserwand und katapultiert ins Irgendwo. Der lebt noch. Das überlebt man halt. Guck mal, das ist ja nicht der Aufprall hat ihn getötet, nicht Batman hat ihn getötet, sondern die Physik. Genau. Und für die Physik kann Batman nichts. Da kann er nichts. Ja. Er kämpft seit Jahren dagegen an, aber die Physik ist sein größter Feind. Ja, diesem Game konnte die Umgebung nicht kaputt gehen, aber dafür in Battlefield 4. Ja, ich war jetzt leider nie der größte Battlefield-Spieler tatsächlich. Mittlerweile bin ich ganz froh drum, wenn man die neuen Ableger sieht. Aber Battlefield 4 war halt, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, das Battlefield, was halt diese großen Map-Events eingeführt hat. Also ich bin sehr sicher, Battlefield 4 war dann das, wo da so ein riesiger Wolkenkratzer ist und er kann halt im Verlauf des Matches einstürzen genau. Und die ganze Map verändern und so weiter und so fort. Das war halt das große Ding, was Battlefield 4 reingebracht hat. Und ja, auch das letzte, was zwar auch ein bisschen rocky gelauncht ist, aber das letzte, wo alle noch sagen, sich darauf einigen können, das ist aber ein sehr gutes Game. So danach war immer so ein Aber dabei. Bis hin zu jetzt bei den letzten das ist nicht gut. Ja. Hoffen wir, dass sie sich erholen können. So langsam habe ich das Gefühl, dass halt so 2013 war das letzte Jahr, irgendwie, wo viele Studios noch was Gutes abgeliefert haben. Danach geht es immer noch bergab. Ja. Ist ja unglaublich. Ja, stimmt. Battlefield 4 war ja noch der letzte Teil, der wirklich richtig gut war in dem Sinne. Und danach ist alles nur noch irgendwie schlechter geworden. Ja. Ob das letzte Game war, was Gutes abgeliefert hat, von den Heavy Rain-Machern, deren Namen Quantic Dream, so den Namen habe ich gesucht, von Quantic Dream kann man diskutieren, nämlich mit Beyond Two Souls. Ich würde behaupten, es ist von den Quantic Dream Games, wie man sie heute kennt, also so ab Heavy Rain und so weiter, das unbeliebteste, würde ich sagen. Tatsächlich mag ich Beyond Two Souls ganz gerne. Weil es, also es fängt wieder mit unfassbarem Bullshit-Bingo an, ja? Ich habe ja damals im Stream mit den Leuten Spaß gemacht, dass vorher haben wir so ein David Cage Bullshit-Bingo aufgestellt und haben abgehakt, was davon abgeklappert wurde. Und er hat in einer bahnbrechenden Geschwindigkeit sämtliche Klischees, die seine Games so ausmachen, abgearbeitet. Aber
Beyond Two Souls fängt sehr rocky an und sehr all over the place, aber es schafft es dafür dann, dass es zum Ende hin immer stringenter wird und zu einem sehr konsequenten, logischen Ende kommt. Und das ist mir, glaube ich, im Zweifel lieber als der typische David Cage-Verlauf. Es fängt super spannend und super intriguing an und am Ende denkt man, das ergibt alles gar keinen Sinn. Ja. So. Und ich glaube, dadurch, dass es ja auch so übernatürlich war von Anfang an, war das für mich so akzeptabel, dass das am Ende eben auch alles in Übernatürlichem endet. So. Weil es davor halt wirklich so war, bei Fahrenheit dachte man, es geht um einen Mordfall und um psychischen Wahnsinn oder ging es um irgendwelche Maya-Alien-Götter, ja, genau, am Ende. Heavy Rain war super spannend bis kurz vor Ende, wenn man einem klar wurde, die Auflösung ergibt gar keinen Sinn in diesem Game. Und ja, dementsprechend saß ich am Ende da und war relativ versöhnt. Es geht halt darum, dass man eine junge Frau spielt und ihr und die ist halt, hat halt einen Geist bei sich, die ganze Zeit Aiden. Und ich glaube, man weiß von Anfang an, wer das ist, bin ich relativ sicher. Der Bruder war es. Der Bruder, oder? Genau, der gestorbene Bruder. Und der ist halt bei einem und hilft einem. Und die Mechanik ist halt so ein bisschen, dass man sich mit ihr durch ihr Leben schlagen muss und Aiden kann halt durch Lüftungsschächte und so weiter und man muss dann halt ihn nutzen, um ja, Leute aufzuscheuchen, indem man irgendwas wackelt oder indem man Informationen hört, an die sie nicht rankommt. Und dann hat halt diese Frau einen sehr abgefahrenen Lebensweg, so, weil sie von ja, einem kleinen Mädchen, Labor gehalten wird. So zu im Labor, weil sie diese Kräfte hat, zu FBI-Sonderagentin, zu obdachlos und so weiter. Und das Coole war halt, dass das im Original war, das halt nicht chronologisch erzählt, genau. Sondern halt durcheinander und dann hat sich die Story so zusammengepuzzelt am Ende. Das war ein bisschen so sehr konfus, dass sie irgendwann einen Modus eingeführt haben, dass man es in der richtigen Reihenfolge spielen kann. So, aber ich hab's in der Originalversion gespielt, bin ich relativ sicher und fand's da eigentlich auch ziemlich cool. Ja, ich fand's auch in der Originalversion eigentlich auch sehr, sehr cool gemacht. Ja. Was halt hier gefehlt hat, war diese Konsequenz, ne? Weil nach Heavy Rain war halt so, okay, krass, die Charaktere können wirklich sterben und so weiter und so fort. Und hier war es halt wirklich so, es gibt zum Beispiel so eine Verfolgungsjagd, wo du von der Polizei fließt und du kannst einfach den Controller hinlegen und sie fährt die ganze Zeit in die Wand und du kommst halt trotzdem weiter. Ja. So, aber ja, war in Ordnung. Ja. Ja. Genau. Dann ein Spiel, was wahrscheinlich bis heute als eines der interessantesten und coolsten und besten Games überhaupt irgendwie gilt, und zwar Bioshock Infinite. Mhm. Der letzte Teil noch von der Bioshock-Reihe. Wo wir diesmal nicht halt nach ganz, ganz unten auf den Grund des Ozeans irgendwie gegangen sind, nach Rapture, sondern ganz weit nach oben, noch weit hinaus, über die Wolken, nach, Gott, wie ist das auch nochmal? Weiß ich nicht mehr. Vergessen. Jedenfalls so eine wunderschöne Stadt, die halt in den Wolken schwebt. Columbia, richtig. Nach Columbia, wo wir halt einen Auftrag haben. Wir sind halt Bookert, der als Detective eigentlich einen Auftrag hat, die gute Elizabeth irgendwie zu finden. Mhm. Und dafür müssen wir nach Columbia, natürlich auch wieder durch einen Leuchtturm, nur dass wir das diesmal nicht mit einem U-Boot, sondern halt mit einer Rakete nach oben geschossen werden. Und Columbia gibt sich als das große Paradies aus und es ist alles wunderbar und alle Menschen sind glücklich und die Forschung siegt, wie schon über Rapture, aber in Wirklichkeit ist es halt alles eine dystopische Diktatur, wo die Menschen eigentlich die ganze Zeit nur gezwungen werden, überwacht werden und wer nicht spurt und genau das tut, was die Regierung will, was der Bürgermeister, was der Faser Comstock. Genau, Faser Comstock will. Der wird halt einfach umgebracht oder runtergeschmissen oder versklavt oder sonst irgendwas. Und auch ein sehr, sehr rassistischer Ort, muss man auch sagen. Ja. Das war auch noch dazu gefallen. Und ja, man muss sie da durchschlagen, bis man Elizabeth findet. Und dann ist er halt eine sehr, sehr krasse Story, auch mit Zeit und Dimension und so weiter. Weil Elizabeth hat halt die magischen Fähigkeiten irgendwie, sie kann Dimensionen aufreisen, durch die sie halt zu anderen Orten gelangt, wodurch sie sogar durch die Zeit theoretisch durch andere Dimensionen durchgehen kann. Und das Gameplay hat Spaß gemacht mit verschiedenen Fähigkeiten, gutes Gunplay. Elizabeth mit einer der ersten wirklich coolen NPC-Begleiter, weil es halt in der Zeit hast du ja immer die Begleiterin dabei, wo du sonst mal auf sie aufpassen musst, wie sonst was. Auf Elizabeth muss man sich nicht konzentrieren, muss sich nicht um sie kümmern, sondern sie hat sich selber in Deckung gebracht, sie wurde nicht direkt angegriffen, sie hatte keinen Lebensbalken. Und hat sie einem Muni zugeworfen. Genau, Munition, Leben, Mana und so weiter hat sie alles einem zugeworfen, hat halt Kommentare dazu gegeben und hat ja einfach dieses Ganze, dass du auf jemanden aufpassen musst, wirklich begleitmissionenmäßig hat sie halt revolutioniert, verändert irgendwie. Ja.
Und das war auch noch sehr, sehr cool, Bioshock Infinite. Und dann halt einfach das ganze Ende halt von Bioshock Infinite, diese ganze Story, wie sich das dann eigentlich alles auflöst mit den unterschiedlichsten Dimensionen und wer man selber eigentlich wirklich ist, wer Elizabeth wirklich ist und so weiter und so weiter. Das war halt so, boah. Ja. Ja, also das muss man wirklich lassen. Also ich bin ja kein großer Ego-Shooter-Spieler, aber Bioshock fand ich halt super bis zu einem bestimmten Punkt. Ich finde, sie haben den Bogen ein bisschen überspannt bei Bioshock 1. Ich fand Bioshock 2 auch gut. Also ich bin einer der wenigen, glaube ich, die sagen, fand das fast auf einem Niveau wie der erste. Und ja, Infinite hat mich dann aber wirklich umgeblasen, weil ja, vom Shooter-Gameplay gibt es bessere Games definitiv, aber ja, ich war in die Story von Anfang an investiert, halt, ja, das, was wir eh mögen, sehr gesellschaftskritisch, sehr, ja, sehr die amerikanische Kultur auseinandernehmen sozusagen. Aber dann eben ja diese ganze Storyline rund um diese beiden Forscher, die du immer wieder triffst und denkst, was ist das mit denen? Die haben mich doch eigentlich angeheuert, warum sind sie jetzt hier? Und rund um Elizabeth, die eigentlich eine Gefangene ist, aber trotzdem so diesen Quell der Freude da reinbringt in das Ganze. Und ja, dann eben, ich glaube, so in der letzten halben Stunde des Games stand mir halt einfach nur noch konstant der Mund offen, weil sie mit einem Reveal, der Sinn gemacht hat, nach dem nächsten und in die Ecke gekommen sind. Und ja, ich glaube, so bestimmte Sätze wie There's always a lighthouse, die sind bis heute verankert in meinem Kopf. Und ja, das war sehr, sehr, sehr gut. Und der Songbird war, finde ich, auch ein sehr cool designter Gegner. Und ja, also wirklich super Game. Und ja, es soll ja sowohl ein neues Bioshock kommen von nicht den Originalmachern, als auch dann irgendwann die nächsten Jahre Judas von Ken Levine. Schauen wir mal, ob wir da dann ähnlich Gutes wieder erleben dürfen. Ja, wir wären auf jeden Fall cool. Also Bioshock, gebt zu, ich finde auch gerade schon 10 Jahre halt jetzt her ist mit Bioshock, dass seitdem kein Bioshock irgendwie rausgekommen ist, weil ja, es wäre cool gewesen, wenn da noch mehrere Teile rausgekommen wären. Aber naja. Mal schauen, wie es jetzt weitergeht mit denen. Dann ein kleines, schönes Indie-Spiel mit dem Titel Brothers, A Tale of Two Sons, was eine sehr, sehr schöne Geschichte erzählt von zwei Brüdern, die halt auf dem Weg sind durch die Welt, um ihre Mutter, glaube ich, ihr Vater? Vater oder Mutter, ja. Ich glaube Vater. Der Vater? Irgendwie Medizin zu bringen, die er ganz dringend braucht, damit er irgendwie noch überlebt, später im Mittelalter. Und ja, es war eine unglaublich tolle Geschichte, diese Charaktere, die beiden Brüder, wie die halt miteinander interagieren, wie die halt zusammenhalten, wie sie sich immer streiten, aber zusammenfinden als Brüder. Sehr dramatisch auch, ob sie es schaffen, überhaupt ihren Vater dann zu retten. Und das ganze Gameplay war halt auch immer so, dass man wirklich dann halt die beiden Brüder unterschiedlich steuern musste, um Maschinenrätsel zu machen. Ganz bekannt, glaube ich, die Gleiterszene, wo dann halt die beiden Brüder, einer hängt auf der rechten Seite, der andere hängt auf der linken Seite, muss dann halt immer die Brüder ausbalancieren, damit der Gleiter halt Stück für Stück da dort lang fliegt. Ja, und relativ simpel, soweit ich weiß, jeder Bruder war ein Stick letztendlich. Genau. Und das ist auch der Grund, warum ich es nie gespielt habe, weil sowas, es kann simpel sein, aber trotzdem sowas überfordert mich total, wenn ich zwei Figuren habe, die ich gleichzeitig steuern muss. Aber hat ist deshalb auch sehr wichtig, weil es halt in Joseph Harris diesen Gedanken, ich will Koop machen und Geschichten von zwei Leuten, die zusammenhalten müssen, erzählen. Und wo dann ja letztendlich letztes Jahr das fantastische, vorletztes Jahr, vor 3 Jahren, vor einer Weile, das fantastische It Takes Two bei rausgekommen ist. Letztes? Na, wir irgendwann die letzten Jahre. Ja. Das ist sehr, sehr schön. Und das finde ich halt so spannend, weil das ja wirklich eine sehr herzergreifende, sehr emotionale Geschichte ist. Und das traut man halt so Mr. Fuck die Oscars gar nicht zu. Aber er kann es. Ja. Genau. Ja. Ja, dann ein Game, das ich exklusiv für dich reingeschrieben habe. Nämlich Company of Heroes 2. Ein wunderbares, grandioses Echtzeit-Strategie-Game. Was zu Zeiten des Zweiten Weltkriegs spielt, wo man halt 4 verschiedene Fraktionen spielen kann. Man kann halt die Deutschen spielen, man kann die deutsche Panzerdivision spielen, man kann die Amerikaner spielen und man kann die Briten spielen. Und dann ist halt so, bei Company of Heroes das Besondere, dass man halt seine Einheiten nur ausbildet, also einen ganz simplen Basenbau. Und dann ist halt so, um Ressourcen zu bekommen für deine Basen, musst du halt Punkte auf der Map einnehmen, die halt jeweils einzelne Sektoren sind. Auf der gesamten Map sind halt verschiedene Sachen verstreut, Bunker, Häuser, Gräben etc., wo du deine Einheiten halt stationieren kannst, dadurch kriegen sie halt Verteidigungsvorteile
Und das ist halt wirklich, dass du darauf aufpassen musst, wie du deine Einheiten positionierst. Du kannst halt wirklich in Richtung Deckung positionieren, in halber Deckung, voller Deckung und so weiter. Dadurch kannst du halt dann wirklich Frontlinien bilden, dass du halt wirklich Maschinengewehrnester aufbaust, dass du halt die Gegner dadurch abfangen kannst. Dann hast du halt die Ressourcen, du hast halt Sprit, du hast Munition, du hast einfach nur Geld. Und da musst du halt irgendwann gucken, okay, zum Beispiel Panzer verbrauchen halt mehr Sprit und Munition, während der Infanterie braucht halt mehr Geld. Oder Versorgung, glaube ich, war es in dem Falle. Und da musst du halt Stück für Stück dich halt wirklich auf der Map ausbreiten, musst mal so überlegen, so, okay, jetzt sammle ich ein paar Truppen, um zum Beispiel jetzt irgendwo die Verteidigungslinie von deinen Gegnern zu durchbrechen. Dazu hast du auch verschiedene Fähigkeiten gehabt, die du halt auch mit der Zeit freischalten konntest. Die waren sowas wie Fallschirmjäger konntest du abwerfen oder halt deine Fliegerstaffel anfordern, dass du einen Bombenangriff dem Gegner fährst und so weiter. Und es war halt alles super, super dynamisch, weil du hattest halt wirklich so ein bisschen dieses 5x-Dota und die Rennen. Du hast halt in der Hauptbasis mit dem Hauptgebäude, wenn das zerstört war, hast du verloren. Und ansonsten hast du die ganze Zeit immer versucht, auf den einzelnen verschiedenen Lanes mehr oder weniger, da wo halt deine Gebiete so sind, also heißt so eine Mitte oder halt oben oder unten irgendwie durchzubrechen, damit du halt dann zur gegnerischen Basis irgendwie durchkommst. Und das hat super viel Spaß gemacht einfach. Die Story war auch noch relativ gut, die sie da so erzählt haben, die Kampagne, war auch eine ganz nette Geschichte, auch eine Weltkriegsgeschichte halt so. Und wo du auch verschiedene unterschiedliche wirklich Missionstypen hattest, wo du auch mal mit was ich, einen Zug mal aufhalten musstest oder einen Zug begleiten musstest, um die Ressourcen zu bekommen irgendwie, die Day überstehen musstest und so weiter. Und ja, ansonsten der Multiplayer hat sehr viel Spaß gemacht einfach. Und neben sonst kam ja jetzt vor kurzem Cover Community Heroes 3 raus, was auch eine sehr, sehr coole Kampagne dabei hat und an sich auch sehr coole Schlachten wieder bietet. Ja. Macht alles sehr viel Spaß. Ist halt absolut meins. Ich bin ein absoluter Strategie-Nerd halt. Ja. Ja, dann ein Game, was ich quasi nur drin habe, weil es einen dieser Trends, die es in Videospielen ab und zu mal gibt, irgendwie so mit eingeleitet hat. Und zwar in dem Jahr 2013-14 war das Motto, alles braucht Bögen. Ja. So, das ist das neue Ding, sind Bögen. 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 Und, ja, Crysis 3 war mehr Crysis. Noch ein bisschen offener als das vorher war. Also man hatte immer noch seinen Exosuit, aber man hatte vor allem, hatten die Gegner-Aliens hatten jetzt so riesige Kuppeln überall in der Welt und durch die konntest du dich dann halt durchballern. Und das große Feature, was dir wirklich im Vorfeld immer wieder beworben hat, und ihr habt jetzt einen Bogen. So, und das und der ist aber super krass, das ist ein Cyberbogen. Genau. Und ja, das war ihr Main, der Talking Point. War, glaube ich, kein sonderlich großer Hit. Crytek ist ja mittlerweile auch Geschichte. Tatsächlich. Und ja, irgendwie war Crysis so nach dem sensationellen ersten mit auch der ganzen Cannon-Run-Crysis-Sache und so weiter, ja, hat man danach das Gefühl, dass sie selber gar nicht so richtig verstehen, was Crysis eigentlich so erfolgreich gemacht hat. Und ja. Ja, sie hätten halt einfach Crysis 3 wieder so machen wollen, dass halt alle Rechner versuchen, dieses Spiel zu spielen, abrauchen. Dann hätten ja alle wieder gesagt, so, das ist Crysis. Ja, weil man muss ja sagen, im Prinzip war das Crysis. Es war vom Game her auch sehr gut, ja, aber jetzt nicht das, wo alle drüber gesprochen haben im Prinzip. Ja, genau. Ja. Sie haben Crysis 3 einfach zu gut performen lassen, das ist das Problem. Ja, ein Spiel, das ja nicht sonderlich hübsch aussah und auch lange Zeit nicht sonderlich gut gelaufen ist, aber ein riesiger Erfolg geworden ist, ist DayZ, was im Prinzip einfach nur eine Mod war für Arma 2. Genau. Witzigerweise kam im selben Jahr Arma 3, genau, aber da wir dazu nichts sagen konnten, hatten wir es nicht drin. Ja, und ja, das sehr viel größere Spiel ist diese Mod für Arma 2 geworden, die ich nur ganz bisschen gespielt habe am Anfang, wo es also auch alles noch nicht sonderlich funktional war. Und ich halt gemerkt habe, dass das nicht meins ist, diese Idee davon, dass man jetzt eben auf diese riesige militärische Map packt man jetzt überall Zombies und Ressourcen und man muss halt überleben. Und es sind aber auch noch andere Spieler da, die ja mit einem zusammenarbeiten oder einen ausschalten können. Und ich weiß nicht, nachdem ich dann das dritte Mal irgendwie einfach gestorben bin, ohne überhaupt gesehen zu haben, wer mich gerade getötet hat, war ich dann so, okay, das war DayZ für mich. Ja, es war halt auch ein Ding, was du mehr oder besser halt im Koop gespielt hast. Ja. Also ich habe das halt auch da wieder mit Freunden viel im Koop gespielt. Und ja, das einzige Schwierigkeit war immer, halt sich erstmal auf der Map zu finden, weil du hattest ja keine Minimap in dem Sinne, wo du gesehen hast, wo du wirklich bist, sondern du hattest halt eine Karte, eine physische Karte, so dem Motto, wo du dann halt anhand von Landmarks um dich herum so erkennen musstest, wo du gerade eigentlich ungefähr bist. Und dann musst du sagen, so, okay, wir treffen uns jetzt dort und dort. Und dann muss man sich durch die Karten halt dahin finden, dass man da diesen Ort findet und dann halt gemeinsam zu überleben. Und musst du dich aber um deine ganze Gesundheit kümmern. Du musst halt genug dafür sorgen, hast du genug getrunken, gegessen, hast du das Richtige gegessen, hast du das Richtige getrunken,
Ist dein Equipment gut, deine Schuhe durchgelatscht, sonst irgendwas? Also musst du auf sehr, sehr viele Kleinigkeiten achten, weil es halt so ein bisschen wirklich Simulationscharakter hatte. Und es war aber super faszinierend. Also ich weiß, ich habe es auch damals zu der Zeit gespielt, wo es auch noch sehr, sehr hyperclunky einfach war. Weil da war es teilweise so irgendwie so, ja, jetzt sind die Zombies da. Okay, die Zombies sind jetzt erstmal kurze Zeit gar nicht mehr auf der Map vorhanden, weil die haben zu viele Bugs und Crashes verursacht und so weiter. Okay, sie kommen wieder. Oh nee, wir nehmen sie doch schnell wieder runter, weil irgendwie war so, Zombies sind da. Der Server sind explodiert, theoretisch. Ja. Und dann hat sie jetzt, bevor die Zombies wieder zurückkommen sind, weil da gab es irgendwie so fast gefühlt ein halbes Jahr oder irgendwie sowas, wo wir auch immer nur ab und zu mal sporadisch reingeguckt hatten. Ich weiß auch, also ich hatte so einen Moment, da bin ich so da lang geschlichen irgendwie und hab gesehen, okay, da hinten sind irgendwie Zombies. Und die haben mich gesehen, sind auf mich zugeschlurft. Genau. Und plötzlich so, wupp, standen fünf um mich rum und ich war tot. Ich so, was passiert? Was ist passiert? Genau, genau. Deswegen, das war zu der Zeit, wo sie die Zombies noch nicht hinbekommen haben, mit weil geht's ja alles. Und da hatten wir auch immer wieder so sporadisch mal kurz reingeguckt. Aber dann irgendwann ging es dann ganz gut, haben wir ein bisschen länger gespielt. Und es war irgendwie faszinierend, weil wenn du wirklich dann so zu zweit, zu dritt dich durch diese Map bewegt hast und wirklich dann Ressourcen geteilt hast auch und so weiter, bessere Waffen gefunden hast und dann gesagt, okay, jetzt gehen wir zum Beispiel mal ins Flugfeld, was also super gefährlich ist, weil halt andere Spieler hier sein könnten, die hier halt wegsnipern und so weiter. Und da hast du aber zumindest auch wirklich komplett fremde Spieler getroffen. Und klar, ganz oft war es aber so, man hat sich gegenseitig in die Falle gestellt. Ja, aber es ist auch manchmal friedlich verlaufen. Ne? Aber hast du manchmal diese ganz besonderen Momente, wo du halt jemandem friedlich begegnet bist und der hat dir geholfen, du hast ihm geholfen irgendwie. Und dann gab es auch so lustige Situationen, sowas wie, du konntest den Gegner halt fesseln, du konntest natürlich Sachen füttern, ob er wollte oder nicht. Du konntest dann halt ihr das welche Schutzschild benutzen gegen andere, sonst irgendwas. Und du konntest auch richtig brutal sein gegen irgendwelchen anderen. Also es war schon irgendwie faszinierend. Also wir haben es eine ganze Weile wirklich gespielt. Irgendwann war halt auch der Spaßfaktor weniger irgendwann. Und ein anderes Spiel kam irgendwie in den Vordergrund. Aber es war irgendwie eine lustige Erfahrung, das zu spielen. Ja. Hat er dann auch nicht mehr so eine glorreiche Geschichte irgendwann gehabt, weil dann der Chefentwickler ist dann abgehauen, hat sein eigenes Ding gemacht, bevor es fertig war und so weiter. Obwohl er halt offiziell das Versprechen ausgesprochen hat. Richtig. Ich bleibe hier bei dem Projekt, bis es fertig ist. Und ja, also da ist die Spielerschaft irgendwann geturnt gegen das Spiel und die Entwickler. Ja, aber trotzdem, glaube ich, ein Spiel, was viel Impact hatte. Ja, so. Nicht umsonst waren dann auch so DayZ und dann auch Seven Days to Die und so weiter kamen raus und dann kamen noch viele andere, die halt dann auch diese Zombie-Welle, Survival und so weiter übernommen haben, wo viele davon halt rausgekommen sind und wieder eingestampft worden sind. Ja. Ein anderer Konkurrent, ich habe jetzt den Namen vergessen, es gab auch einen anderen Konkurrenten, der halt DayZ de facto nachgemacht hat, dann hat überhaupt nicht funktioniert hat, dann haben sie irgendwie so einen normalen Shooter daraus gemacht ohne Survivor-Aspekte und dann haben sie aber auch irgendwas mit Day irgendwas sie irgendwie genannt und da gab's ja, wo sie irgendwie fast denselben Namen hatten und ja. Naja, und halt super abgekupfert haben einfach nur und ja. Ja. Ja, und du hattest vorhin erwähnt, dass es das Jahr war, in dem gerade so die große Survival-Zombie-Welle im vollen Zuge war. Das merkt man daran, dass jetzt gleich erstmal, naja, 5 Spiele mit Dead vorne kommen. Ja. Eins davon hat nichts mit Zombies zu tun. Ja. Aber 4 mehr oder weniger schon. Nämlich erstmal Dead Island Riptide. Das wollte ich nur ganz kurz erwähnen, weil es war der zweite Dead Island-Teil. Der erste war ja so ein Kulterfolg, weil es kein wirklich gutes Game war. Ne. Mit unfassbar brokenem Loot-System, mit ganz beschissenen Belohnungen, dass du zum Beispiel so ein Ultra-Zombie hat dann so $10 gegeben oder so. Ne. Aber war so ein kleiner Kult-Koop-Hit. Und dann kam jetzt dieser zweite Teil Riptide und hatte einen unfassbar geilen Trailer. Wenn du dich erinnerst, war dieser Trailer, der komplett rückwärts abgelaufen ist bei dieser Explosion. Also wow, hatte überhaupt nichts mit dem Game zu tun. Nein. Und ja, war im Prinzip nochmal Dead Island und gefühlt in schlechter. Noch schlechter. Ja. So, und umso schöner, dass jetzt Dead Island 2 ein gutes Game geworden ist, so im Großen und Ganzen. Im Großen und Ganzen, ja. Ja, und dann kam außerdem noch Dead Rising 3. Ja, irgendwie auch so eine Reihe, die gefühlt nie groß geworden ist, ja. Aber auch nicht tot zu kriegen ist. Ja. So. Und ja, Dead Rising ist halt diese Reihe, die das Ganze ein bisschen weniger ernst nimmt und mit ein bisschen mehr Spaß angeht, das Ganze. So der zweite soll wohl immer noch der beste sein von dem, was ich höre. Ja. Aber ja, ist halt so, du bist halt ein krasser Zombie-Töter und das Ding von Dead Rising ist halt, dass du halt
die abgefahrensten Waffen hast, dass du irgendwelche Teddybär-Baseballschläger haben kannst, dass du an deine Fahrzeuge an die Seiten mit Sachen ranbauen kannst, um durch die Horden durchzumähen und so weiter. Und ja, ist halt brainless fun. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, und dann kam noch Dead Space 3, was ja de facto auch irgendwie Zombies sind und so weiter. Aber ja, was halt jetzt nicht dieses Open-World-Survival-Aspekt so drin ja. hat, sondern halt mehr den Story-Fokus. Aber sie haben es versucht. Sie haben es versucht, richtig. Und ja, Dead Space 3 ist halt ein sehr, sehr trauriges Spiel. Ja. Ich fand Dead Space 1 hat mir super viel Spaß gemacht, Dead Space 2 war super. Und dann kam Dead Space 3 und man dachte so, yo, und jetzt kann man sogar gemeinsam Koop irgendwie es machen und so weiter. Und vor allem diesen Koop-Ding, da hatten sie ja ganz coole Ideen ja sogar ja. drin, mit dem von wegen, dass halt, wenn du im Koop gespielt hast, dass nur ein Spieler halt irgendwelche Illusionen oder Visionen ja. oder sonst irgendwas gesehen und der andere Spieler hat nur gesehen, wie du auf einmal dann wieder dagegen rumgeballert hast, obwohl du überhaupt nichts war. Ja. Das war eine coole Idee, finde ich bis heute schon, dass keiner das wirklich übernommen hat ja. oder irgendwas. Aber das Problem bei Dead Space 3 war der gesamte Rest. Ja. Weil, bei, nachdem Dead Space 2 du ja noch also überlebt hast und so weiter, warst du in Dead Space 3 dann wieder auf dem Planeten. Also theoretisch in Sicherheit, aber da war es dann auf einmal so, dass dann auf andere Menschen auf dich auch Jagd gemacht haben. Und dann hattest du halt wie so ein Shooter wirklich Schüsse gegen Schüsse, anstatt nur irgendwelche Necromonder, denen du halt Gliedmaßen abschießen konntest. Das war schon sehr weird und merkwürdig, weil es überhaupt nicht wirklich zu dem Shoot-System irgendwie so ein bisschen gepasst hat. Ja, ich meine, zu diesem Konzept von dem Marker, ne, passt es halt schon. Aber es ist halt nicht das, was die Leute an Dead Space mochten. Genau. So. Und dann kam noch das große Ding, da fing nämlich es auch wieder an mit denen, dass sie geguckt haben, die Spieleentwickler, wie viel können wir eigentlich den Spielern aus der Tasche noch leiern? Ja. Weil es war nämlich ein Vollpreistitel. Aber um halt alles in diesem Spiel wirklich haben zu können, musst du Ressourcen grinden. Und diese Ressourcen grinden war halt auch dadurch da, dass du sowas wie warte so und so viele Stunden, bis diese Ressource da ist und so weiter. Musst du so eine Drohnen irgendwie absetzen, die dann für dich diese Ressourcen gesammelt haben. Und das Ding war, um da die richtigen Ressourcen zu bekommen, teilweise, um wirklich dann alle Waffen im Spiel freizuschalten und so weiter, musstest du das Spiel theoretisch Spiel dreimal durchspielen, so ja. eine Spielzeit irgendwie her. Und dann kam auch sowas wie zum ersten Mal wirklich in einen Vollpreis-Titel, ein Ingame-Store. Ja. Oder den Ingame für echtes Geld dir diese exakte Ressourcen direkt kaufen konntest, damit du nicht dieses ganze Ressourcen-Grinden ja. machen musstest. Und das hat die Spieler so auf die Palme gebracht, weil ich gesagt habe, hat es eigentlich bei euch noch irgendwie? Ja, ja also das Shops gab es vorher, aber es war wirklich eins der ersten prominenten Spiele, die dann auch diese Ausrede von, ja, wir wollen halt den Spielern, die nicht so viel Zeit haben, wollen ja. wir Quality of Life damit geben und so weiter. Und man dachte, ja, ihr Arschgeil, ihr habt den Grind absichtlich tedious und langweilig richtig. Gemacht, genau. damit ihr es verkaufen könnt. So, und ja, kurz danach war Dead Space dann ja auch erstmal Geschichte. Ja. Die Entwickler sollten noch ein Star Wars Game machen und das ist aber auch nicht zustande gekommen und EA hat das komplette Studio, Visceral, geschlossen. Ja, weil dieses Spiel sich ja auch einfach dann durch die ganzen Skandale und so weiter, also neben der ganzen PR-Desaster, die das Spiel dabei hatte, hat es ja an sich halt auch nicht so gut ja. verkauft, weil halt einfach die Reviews auch generell für das Spiel eher negativ waren. Das mhm. mal die ganzen Grind und so weiter mal abgesehen, war ansonsten auch die gesamte Story war nicht mehr so mega krass, es war auch das Gameplay war nicht mehr so mega gut und generell der Horror hat halt komplett gefehlt. Ja. Weil zwar hatten sie diese coole Idee mit denen, dass halt immer nur ein Spieler irgendwelche Visionen hat und so weiter, aber es war halt theoretisch noch eine Ballerbude. Es war halt kein bisschen mehr so richtig atmosphärisch, es war nicht mehr wirklich horrormäßig ja. Und es war aber halt auch nicht mehr so schön, dieser Shooter von Dead Space 2 noch wirklich, dieses Horror-Shooter-mäßige. Ja, was auch schon sehr viel mehr auf Action gegangen ist, aber genau. halt so gefühlt so wie Resident Evil. So genau. Dieses, okay, das ist noch vertretbare Action-Ballerei. Genau. Und ja, und dann kam noch dazu, dass bei dem Koop das ja auch so war, also diese Vision hatte halt wirklich auch nur der eine Spieler. Waren ja zwei Charaktere genau. und das heißt, einer von beiden hat effektiv einfach den langweiligeren Playthrough gehabt. Genau. So, und ja, jetzt war ja das Dead Space 1 Remake ein großer Erfolg. Ja. Stell dir mal vor, in was für irren Parallelwelt wir leben, wenn die jetzt zwei remaken und dann drei und es so machen, wie es sich Visceral damals wahrscheinlich vorgestellt hat. So, und nicht mehr mit Microtransactions ja. und so weiter und so fort. Das wäre krass. Das wäre krass. Ja, und außerdem kam noch Deadpool. Das hat nichts mit Zombies zu tun. Außer, dass man vielleicht argumentieren kann, dass Deadpool selber sowas wie ein Zombie ist. Wenn man denn so möchte. Und ja, das habe ich hier nur deshalb drin, weil wir waren hier noch zu Zeiten von die meisten Lizenzumsetzungen sind völliger Bullshit. Ja. So. Und ja, Batman war so eine der ersten Sachen, wo man so, oh, es geht ja. Fantastisch.
Und Deadpool war jetzt nicht auf dem Niveau von einem Batman, aber es war ein grundsolides Action-Game à la Devil May Cry und so weiter. Und das war zu dieser Zeit schon viel wert, dass es so war. Und es hat halt den typischen Deadpool-Humor gehabt, der halt fantastisch war. Ja. Auch in dem Game war es sehr, sehr lustig. Genau. Und ja, deswegen wollte ich es kurz erwähnen, weil ja, man merkte, hier kam so langsam diese Kehrtwende, was Lizenzumsetzungen angeht. Das stimmt wohl. Ja. Denn das Spiel, was ich noch gefunden hatte, war nämlich Divinity Dragon Commander. Das war ein Spiel, was ich damals sehr, sehr gerne gespielt hatte. Und zwar geht es darum, das ist halt diese Divinity-Welt, die man vielleicht auch aus anderen Teilen irgendwie kennt. Aber hier ist es so, dass es halt ein Echtzeit-Strategie-Game ist, mit aber auch sehr krassen Story-Fokus. Da war es halt so, du hast halt grob zwei verschiedene Sachen. Du hast entweder hast du einmal die Kampagnenkarte, wo es halt darum ging, dass du halt auch so ein bisschen managen musst und dein Reich und so weiter. Und gleichzeitig hast du noch dein Luftschiff gehabt, wo du halt dich mit den verschiedenen Vertretern der verschiedenen Völkern auseinandersetzen musstest. Also du hast halt einen Vertreter der Goblins, der Elfen, der Menschen, der Zwerge und so weiter. Und dann musst du dich halt mit denen an einen Tisch immer hinsetzen. Und dann musst du halt wirklich mit denen verhandeln. Du hast halt die verschiedenen Perspektiven der verschiedenen Völker immer gehabt. Und da hast du auch so eine Situation gehabt, wie zum Beispiel die Goblins haben gesagt so, Mensch, unterstütz doch bitte hier als Auswahl hier mein Volk, weil dann können wir dir nämlich mehr Ressourcen für deine Waffenproduktion und so weiter geben. Und dann haben die Elfen gesagt so, Moment, wenn du die aber unterstützt, das zerstört all unsere Wälder, die wollen ja all unsere Wälder und unsere Heimat abholzen. Das kannst du nicht zulassen. Und dann war es halt so, musst du entscheiden, okay, nimmst du jetzt halt die besseren Waffen von den, gibst den Goblins das halt, dafür musst du halt einfach damit rechnen, dass die Elfen sehr verstimmt gegen dich sind. Und vielleicht auch irgendwann ihre Unterstützung für deine Sache halt einstellen. Oder hast du ja Elfenunterstützer auf die Goblin verärgert. Du musst halt immer so ein gleichmäßiges Balance irgendwie halten zwischen all diesen Völkern, wo halt teilweise so lustige und absurde Storys auch dabei rausgekommen sind. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und der zweite Part war halt ganz groß die Echtzeitstrategie. Wo du halt immer mit deinen verschiedenen Schlachtfeldern draufgezoomt warst. Da hattest du halt ganz rudimentären Basenbau, wo du dann halt deine Einheiten produziert hast. Die hast du halt dann gegen den Gegner in ein Feld geschickt, der hat auch seine Basen gebaut und so weiter, auch so sektorenmäßig erobert. Und hast du dir gegen ein Feld geschickt und da kam es krass mit Dragon Commander. Du konntest dann theoretisch jederzeit dich selber in eine Drachenform begeben und warst dann halt in der Third-Person-Perspektive auf dem Schlachtfeld, in der hohen Luft als Drache und bist halt herumgeflogen, konntest halt direkt die Feinde angreifen, die Feinde natürlich auch dich angreifen, musst halt aufpassen, dass du nicht stirbst. Wenn du nämlich stirbst, war die Schlacht automatisch verloren. Das heißt, du musst also immer abwägen, okay, wie viel kannst du jetzt selber auf dem Kampffeld wirklich agieren, wie viel machst du jetzt wirklich nur von der Top-Down-Perspektive mit den Echtzeitkampf irgendwie. Und wo sparst du vielleicht auch deine Kräfte eher dann für den entscheidenden Push gegen den Feind und so was. Und das hat echt viel Spaß gemacht. Es war nur halt, wenn du es halt einmal so richtig so durchhattest, war es halt so, dass sich viele der Ereignisse dann doch irgendwie wiederholt haben. Und was auch noch so das Problem war, dass halt die Einheitenvielfalt war sehr rudimentär. Die du so hattest. Also du hattest, glaube ich, irgendwie so 5 unterschiedliche Einheiten und das war's. Und es gab keine Spezialeinheiten, sonst irgendwas. Und alle hatten dieselben Einheiten irgendwie. Das war dann so ein bisschen so, irgendwann war es ein bisschen sehr, sehr dröge. Und abgesehen von so 2-3 Spezialschlachten, wo du wirklich mal einen einzelnen richtig starken Bossgegner hattest, der auch dich als Drache wirklich beschädigen konntest, war es sehr oft so, du bist als Drache gegangen, hast einfach alles fertig gemacht. Ja. Aber es war ein cooles Gefühl, so dieses absolute Überlegenheit irgendwie. Ja. Ein Gefühl von absoluter Überlegenheit hat man auch, wenn man die Devil May Cry Spiele gut beherrscht. Wenn man sie nicht gut beherrscht, dann hat man das meistens nicht. Aber 2013 kam ein Spiel, das ein bisschen so das schwarze Schaf der Reihe geworden ist, nämlich DMC Devil May Cry, was damals der Versuch war eines Devil May Cry Reboots, nachdem... ich glaube 4 war davor schon, bin ich der Meinung. Jedenfalls nicht den kommerziellen Erfolg hatte, den sich Capcom erhofft hatte und wo der Fehler, glaube ich, nicht im Gameplay der Story lag, sondern im Konzept des Games, nämlich dass du einmal komplett hinrennst mit einem Charakter und dann denselben Weg nochmal zurückrennst mit dem anderen Charakter. Dann wollte man es rebooten, hat das Ganze an Ninja Theory gegeben. Ja. Und ja, die haben dann den Auftrag, wir rebooten das jetzt ernst genommen. Ja. Indem wir einen noch ganz jungen, rotzfrechen Dante bekommen haben, der in seinem Camper lebt und so weiter und eigentlich von den Dämonen die Schnauze voll hat und eigentlich gar nicht so sehr der Demon Hunter werden will, der er sein soll. Und das Ganze eben sehr jugendlich und sehr, so ein Dante, der gerade noch die Pubertät abschließt sozusagen. Ja.
Und das hat schon, das wurde schon im Vorfeld halt massiv abgeurteilt, weil Dante schwarze Haare hatte. Das war der Kerngrund, ja, dass Dante schwarze Haare hatte. Und soweit ich weiß, ergibt das in Lore ja sogar Sinn, wie sie es dann erklärt haben, das Ganze. Und ja, also irgendwie war halt da, das war die Community von Anfang an gegen dieses Spiel. Und das ist halt so ein bisschen schade, weil die Story von dem Game halt wirklich ziemlich cool ist und mal was anderes mit dem Ganzen macht. Ja, also mit diesem ganzen Konzept, dass ja, die Dämonen sind in der Moderne angekommen und versuchen die Leute über einen Energy Drink quasi willenlos zu machen, fand ich ganz cool irgendwie. Es war Ninja Theory typisch unfassbar kreativ. Also es gibt zum Beispiel so eine Szene, wo du durch eine lebende, sich ständig verändernde Stadt durch musst, die dich noch beleidigt, während du durch sie durch musst. Und vom Kampfsystem her hat es wohl den sonstigen DMCs jetzt nicht wirklich in was nachgestanden, sondern war halt auch echt gut. Und es ist so ein Spiel, was jetzt so mittlerweile so seine Liebe ein bisschen abbekommt, aber damals halt wirklich verteufelt wurde von den Leuten. Und als dann noch so ein Clip aufgetaucht ist aus dem Game, dass sich dann die Entwickler noch lustig über die weißen Haare gemacht haben, da war dann endgültig vorbei, was ich total den coolen Gag fand. So dass nach der Startmission, glaube ich, Dante alles kaputt gemacht hat, so alles ist im Chaos. Und dann guckt er irgendwie so eine Pfütze und ihm fliegt so eine weiße Perücke auf den Kopf. Und er sieht sich in der Pfütze und sagt, ha, not in a million years. Und das haben halt die Leute dann empfunden, als wir werden verspottet. Ja, ja. So, die verspotten uns so. Es war, muss sagen, es war damals nicht der kluge Schachzug von ihnen, weil es war halt schon dieses ganze richtig große, das halt wegen diesen Haaren und so weiter, und das ist nicht unser Dante und dieser Kuschel, das ist diese Milchbubi da irgendwie, und dann kommt noch dieser Clip, wo sie sich noch denn darüber so ein bisschen das verspotten und so weiter. Ja. Das kam halt schon so ein bisschen rüber, ob die sich darüber lustig machen. Ja, aber ich war, also generell, ich habe die Abneigung generell nicht verstanden. Ich weiß, dass Dante ein sehr ikonischer Charakter ist, aber für mich war diese Version eines jungen Dante war für mich voll in line mit dem älteren Dante. Ja. Weil ich die ganze Zeit überlegt habe, was für einen Charakter sehen die denn in Dante? Weil der ist seit jeher, ich nehme keinen Dämon ernst, ich mache mich über jeden lustig. Ja. Wenn ich mit Raketen beschossen werde, springe ich auf die Rakete und fliege auf ihr in die Fresse von einem Cerberus rein. Und ich war jetzt so, aber was erwartet ihr denn von einem jungen Dante? Ja. Außer, dass er rotznäsig und frech ist. Also ich habe halt nie verstanden, was die große Antipathie war, außer er hat keine weißen Haare. Ja. So. Und das ist so. Ja, ich glaube, also ich hatte auch so einen Kopf irgendwie wegen diesem, weil er halt auch außer so ein Milchbubi oder so irgendwie sagt. Ja, so, aber er soll halt aber jung auch da gewesen, also er soll ja jung sein, aber er wirkte halt nicht wieder dieser krasse Hyper-Dante. Ja, aber das macht für mich total Sinn, wenn man eine Vorgeschichte erzählt. Also ja, natürlich. Es hat Sinn gemacht. Die Leute kamen damit absolut nicht klar. Lisa, also ich bin so, aber letztendlich hat es sich auf alles gefügt, weil das Spiel kriegt jetzt so im Nachhinein irgendwie so seine Liebe ab. Es hat dazu geführt, dass Ninja Theory gesagt hat, nee, okay, unsere letzten Spiele für große Publisher waren alle keine Erfolge. Wir setzen jetzt auf uns selber und machen Hellblade. Ja. Hat auch funktioniert für sie. Und als dann Devil May Cry 5 angekündigt wurde, hat es auch für Capcom funktioniert, weil also, ja, sie haben uns erhört. Ja. Also im Prinzip, am Ende waren alle glücklich. Hat es funktioniert, genau. Ja. Ja, glücklich ist man im nächsten Spiel nur, wenn man nicht gerade verhungert. Ja. Don't Starve. Ein Spiel, was ich sehr, sehr lange und sehr, sehr ausführlich auch hier wieder gespielt habe. Bis heute ab und zu mal gerne mal eine kleine Runde spiele irgendwie. Es ist ein Top-Down-Spiel, was halt sehr, sehr krass so ein bisschen so einen Tim Burton-Style irgendwie hat. Von den ganzen Zeichnungen her, Animationen her und so weiter. Alles ein bisschen mehr so handgezeichnet fühlt sich das alles an. Es wirkt fast alles mehr so, also ist alles mehr so 2D-mäßig als wirklich 3D. Alles ist sowieso, es wirkt fast wie Papierfiguren, die sich halt so ein bisschen irgendwie bewegen. Und es geht halt einfach darum, also es gibt eine große versteckte Lore, die zieht jetzt nicht alles, dann schaut Lore-Videos an. Generell geht es darum, du spielst einen Charakter, du startest auf einer random generierten Map und du musst halt überleben. Und du musst halt wirklich dich um deine ganzen Bedürfnisse kümmern. Du musst also dafür sorgen, dass du halt genug zu essen hast. Du musst dafür sorgen, dass dir warm genug natürlich ist, dass du dich vor Witterung schützt und so weiter. Und gleichzeitig musst du auch noch schützen vor allen möglichen Kreaturen, was dort überall herumläuft. Irgendwelche Spinnen, fiese Wildschweine, Wölfe und so weiter, die dich halt jagen. Und auch hier ist wieder so ein Zeitfaktor sehr, sehr krass, weil der Tag hat halt nur so und so viele Stunden. Und wenn halt die Nacht einbricht, dann ist halt wirklich so, dass es komplett finster wird. Und wenn du halt kein Licht hast, wirst du halt in der Dunkelheit von irgendetwas angegriffen die ganze Zeit, bis du stirbst. Das heißt, du musst auch immer dafür sorgen, dass du auf jeden Fall irgendwie eine Fackel hast oder ein Lagerfeuer irgendwie.
Und dazu kommt noch, dass halt, wenn du durch verschiedene Ereignisse, sei es die Dunkelheit, sei es, dass du Gräber findest, Skelette findest und keine Ahnung was, dein mentale Bewusstsein halt Stück für Stück abnimmt. Und je weniger du Mentalität hast, desto mehr schreckliche Sachen siehst du, wie Visionen, Schatten, die sich irgendwie bewegen. Und wenn du komplett endgültig wahnsinnig wirst, ist es wirklich so weit, dass diese Schatten, die zuvor nur so ein bisschen aufgetaucht sind und die noch nichts anhaben konnten, auf einmal dich physisch angreifen können. Und wenn du halt also komplett mental down bist, dann wirst du von allen möglichen Schatten angegriffen, die dich umbringen. Und also sehr auch so Fantasy-mäßig. Du kannst auch zum Beispiel auch Handel treiben mit irgendwelchen Froschmenschen, Wildschweinmenschen, die den kannst du irgendwas hinschmeißen, haben sie dir was dafür gegeben wieder. Und du hast dann halt wirklich das Ziel des Spiels, es erstmal A, zu überleben und im Laufe der Zeit durch DLCs und so weiter und Erweiterungen ist dann noch richtige Story hinzukommen, dass du halt so ein Portal musst du immer wieder irgendwie aktivieren, wodurch du dann durchkommst, musst einen Boss irgendwie platt machen, dann kommst du halt ins nächste Welt und so weiter, musst dann wieder dort überleben. Und es ist super komplex mittlerweile, am Anfang war es wirklich sehr, sehr rudimentär. Mittlerweile hast du halt auch noch so riesige Magie-Sachen, die du noch machen kannst. Du kannst Zauberstäbe irgendwie craften, damit du halt noch wirklich dann auf die Gegner mit Feuerbällen schießen kannst. Du kannst sonst was für mechanische Sachen irgendwie bauen. Du kannst eine Basis extrem riesig ausbauen. Und es gibt auch mittlerweile so viele unterschiedliche Gegnertypen, die halt wieder unterschiedlich funktionieren. Auch wieder ganz, ganz viele unterschiedliche Ereignisse, auf die du agieren kannst. Zusatzbosse, die mittlerweile auch drin sind, die du halt, wenn du irgendwelche Rituale durchführst, halt aktivieren kannst. Du brauchst aber dann das Zeug, was die fallen lassen, wenn du sie umbringst. Und. Und dabei gibt es auch noch ganz viele Erweiterungen mit sowas wie Karibik jetzt, dass du halt zum Beispiel irgendwie noch mit Wasser zu tun hast. Und Arktis. Ja, und es geht immer weiter. Und es gibt halt auch mittlerweile Dutzende unterschiedliche Charaktere, die du spielen kannst. Du hast halt am Anfang hast halt nur diesen einen Wissenschaftler irgendwie, dem halt im Bart wächst, der halt im Winter nicht so schnell kalt wirst. Es gibt einen Roboter zum Beispiel, den musst du nichts essen, aber wenn es regnet, kriegst du die ganze Stromschläge und stirbst langsam. Dafür wirst du halt von Blitzen aufgeladen. Du musst halt immer dafür sorgen, dass deine Batterie aufgeladen ist und so ein Kram. Also jeder Charakter spielt auch sehr, sehr unterschiedlich. Und deswegen hat es halt einen riesigen Wiederspielfaktor und es macht sehr viel Spaß, ist sehr, sehr lustig und kann ich nur empfehlen. Mittlerweile gibt es auch schon Don't Starve Together. Also wirklich auch einen großen Koop halt, wirklich das alles spielen kannst und spielen kannst. Ja, und dann war es auch das Jahr, was so das große MOBA-Fieber mit eingeläutet hat. Denn League of Legends kam ja schon kurz vorher und dann wollte quasi auch noch der Ursprung des Genres, der ja eine Mod für Warcraft 3 ursprünglich war, sagen, hallo, wir hätten von dem Kuchen auch ganz gern noch was ab. Und Dota 2 kam raus und ist durchaus ein erfolgreiches Game, auch heute noch, hat halt dadurch, dass es dann eben nach League kam und League halt die ersten waren, die da auch finanziell von profitiert haben, nie diesen Status erreicht und aber es ist halt ein grundkompetentes MOBA, dadurch, dass ich keine MOBAs spiele und mir auch immer wieder empfohlen wird, tu es nicht, kann ich dazu nicht viel sagen. Ja, ich habe Dota 2, habe ich nie gespielt. Also ich war immer, ich habe damals League of Legends ein bisschen gespielt, mittlerweile aber auch nicht mehr und Dota 2 war für mich immer so, ja, ich weiß nicht, zwar eigentlich die Originalentwickler von Dota und so weiter, aber League of Legends ist jetzt halt schon vorher da. Und das ja, wobei es ja dadurch auch nur so war, dass die Marke dann gekauft wurde und dann so. Aber es ist sowieso, also und bitte schlachtet mich nicht, wenn ihr Dota-Fans seid. Ja, ich weiß ja zum Beispiel, dass auch Hide und Snorri und so, die spielen alle viel lieber Dota als LoL. Ja. So. Aber man hat irgendwie so von außen hat man immer den Eindruck so, ja, Dota ist irgendwie immer so diese eine Liga hinter League of Legends. Ja. Und sei es selbst bei so Sachen, was daraus so wird, ja, dass zum Beispiel jetzt, wenn man sieht, okay, Dota hatte kurz vor, glaube ich, Arcane, hatten die ihren Anime und es war so, ja, der ist okay. So, und dann kam Arcane. Ja. So, und es war so, naja. Ja. Gut. Ja, ich fand auch, dass halt die Lore von League of Legends fand ich immer irgendwie cooler und interessanter, weil sie halt wirklich mit jedem Charakter immer so ein bisschen Lore mit reingemacht haben. Ja. Und bei Dota hatte ich nie so das Gefühl, also ich habe auch nie wirklich gehört, dass da mega krasse Lore dahinter ist und Völker und keine Ahnung was. Aber wie gesagt, das kann völlig falsch sein. Das kann auch völlig falsch sein, aber ja, Dota 2 war halt nie so meins und ja. Ja, ich will hier mal ganz kurz gucken. Wir sind bei 59 Minuten. Wie sieht denn das hier aus? Ja, vielleicht machen wir das F noch. Mhm. F und E. Oh, wir haben das E hin das F gesetzt.
Machen wir erstmal das E und F. Dann machen wir in einem zweiten Teil dann hier weiter. Ja, der Buchstabe E geht relativ schnell, weil wir haben nur einen im Titel, nämlich Evolent, was ich noch in unserer Liste hier, was sonst noch eigentlich so rauskommt, noch gefunden habe. Evolent war damals ein schönes, kleines, also wirklich kleines Action-Adventure. Das ging, glaube ich, nur so 4 Stunden oder irgendwie sowas. Aber das Besondere an Evolent war damals, dass halt so die Geschichte der Videospiele und vor allem der Rollenspiele halt so ein bisschen gezeigt hat. Es fängt halt an damit, dass du halt einen Charakter spielst, der halt so typische Abenteuergeschichte halt hast. Du bist ja ausgewählt, du musst die Welt retten und so weiter. Und du fängst aber erstmal komplett, ich glaube sogar wirklich mit Text-Adventure erstmal an. Mhm. Dann irgendwann, du redest auch die ganze Zeit mit, ich weiß gar nicht, was war die Stimme, der Erzähler, die Fee, ich weiß nicht mehr, was es war, redet mit dir die ganze Zeit. Und dann vom Text-Adventure kommen dann halt die ersten Grafiken, dann bist du halt so NES-mäßig noch damals, die allerersten Final Fantasy-Teile. Also sehr, sehr krasse Pixel-Optik, sehr, sehr rudimentär. Dann halt zu auch mit rundenbasierten Kampf erstmal, bis dann halt zu den ersten so 3D-Welten richtig, genau, zwischendurch noch so ein bisschen das Legend of Zelda, die Grafik noch damals von Awakening? Nee. Egal. So ein bisschen Zelda-Style-mäßig irgendwie auch so ein bisschen. Link's Awakening? Link's Awakening, glaube ich, war es. Wo das halt ein bisschen schickere Pixeloptik war, dann zu den 3D-Modellen, dann halt weg von dem rundenbasierten Kampf zu den actionbasierten Kampf und. Das hat so diese wirklich die gesamte Geschichte richtig charmant, sympathisch, so Stück für Stück über erzählt. Und ich glaube, es gibt da mittlerweile sogar Evolent 2, was so ziemlich dasselbe gemacht hat, nur noch ein bisschen mehr noch hinzugefügt, ein bisschen größer gemacht hat. War auch ganz cool, aber Evolent 1 war halt damals das sehr sympathische Spiel, was ich gespielt habe. Und ich kann es nur empfehlen, wenn man so ein bisschen die Story mal von Evolent so ein bisschen auch sehr charmant, auch sehr lustig irgendwie erzählt bekommen will, kann es mal spielen. Es ist lustig bis heute. Ja. Ja, lustig war auch Far Cry 3 Blood Dragon. Ja. Ja, das war wirklich so, da hat Ubisoft wirklich damals so einen One-Two-Punch abgeliefert, weil Far Cry 3 war nach Far Cry 2, was so war, ja, das ist groß und diese Flächenbrände sind cool, aber alles andere am Game funktioniert nicht so richtig. Haben sie mit Far Cry 3 quasi die Marke mit voller Wucht wiederbelebt. Und ja, auch da muss man sagen, ganz Ubisoft-typisch, leider so ein bisschen, dass die Formel für den Rest aller Zeiten für diese Reihe entdeckt. Nämlich, sie haben mit Vars einen sehr, sehr charismatischen, dem Wahnsinn anheimfallenden Bösewicht etabliert, der Mind Games mit unserem Protagonisten gespielt hat, haben uns wieder, wie im ersten Teil, eine tropische Insel gegeben, durch die wir uns da durchballern mussten. Und dann ja eben alles, was Far Cry halt ausmacht, du kannst Tiere jagen und daraus deine Taschen vergrößern und so weiter, eingeführt. Und ja, Far Cry 3 war schon so, okay, cool, großer Erfolg, hat gut funktioniert. Und dann kam Blood Dragon und war der DLC dafür und sie haben gesagt, so, was wenn Far Cry ein 80er Jahre Drogenfiebertraum wäre. So, hat überhaupt nichts mehr mit dem Base Game zu tun, aber wir machen jetzt hier Neonfarben und Cyber-Sachen, Cyber-Dinos und du bist irgendwie, ich weiß nicht mehr, Captain. Irgendwas, Uber, Mega, irgendwas. Und musst dich dadurch funkige 80er Jahre Soundtrack Neonlicht-Sachen durchballern. Soundtrack, Und, überraschenderweise haben die Leute hier nicht gesagt, was soll das denn so? Also das ist ja super. Ja. Und jetzt, über 10 Jahre später, wurde tatsächlich eine Serie zu Blood Dragon angekündigt, von der ich irgendwie glaube, dass sie nichts wird. Ich glaube auch nicht. Es ist ein bisschen spät dafür. Ja. Warum jetzt erst, warum 10 Jahre später? Sie hätten es damals halt gleich versuchen müssen, sowas zu machen. Jetzt erinnert sich doch kaum einer noch am Far Cry 3 Blood Dragon so irgendwie. Aber wer weiß. Wer weiß was. Ja, wer weiß. Hat man wahrscheinlich damals auch gedacht, als Final Fantasy XIV rausgekommen ist, weil Final Fantasy XIV hat wirklich eine faszinierende Geschichte irgendwie. Es kam damals raus, ne, vor 10 Jahren kam das Original raus, und es war ein Flop. Ja. Es hat nicht wirklich funktioniert, die Story war zu langsam, zu langweilig und auch generell, also ich glaube, alles, was ich damals gelesen habe über das Spiel war, das ist langweilig. Das ist downright einfach nur langweilig. Die Quests waren langweilig, das Kampfsystem war langweilig und. Es war halt wirklich ein Spiel, was rausgekommen ist, und es hat einfach nicht funktioniert. Ja. Und dann war es schon wirklich so, okay, es wird jetzt eingestampft. Da haben sie sogar von der Story her noch mit eingebaut, dass halt eine absolute Apokalypse passiert ist dort irgendwie in der Welt.
Und dann dachte man schon so, ja gut, das war's mit Final Fantasy 14. Und dann kam halt Final Fantasy 14 Reborn. Ja, A Realm Reborn. A Realm kam, glaube ich, 2 Jahre später oder so dann raus. Also sie haben wirklich ja, das gemacht, was Anthem nicht gelungen ist, zum Beispiel. Haben gesagt, okay, wir nehmen das Spiel nochmal komplett offline. Ja. Wir überarbeiten es anhand des Feedbacks nochmal komplett von vorn bis hinten. Und es kam raus und ja, war ein neugeborenes Reich. Und alle haben gesagt, okay, es war noch nicht perfekt, aber so, okay, das ist ein Spiel, wo ich mich drin vertiefen kann. Ja. Und was mir Spaß macht und was, darf man ja auch nicht vergessen, den monatlichen Abo-Preis wert ist. So, und ja, das könnte ein legitimer WoW-Konkurrent sein. Und war es natürlich zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber dann haben sie halt wirklich unter Leitung von Yoshi P, der jetzt auch F16 gemacht hat, halt ein Qualitäts-Add-on nach dem anderen rausgehauen. Die Story immer weiter erweitert, sodass es mittlerweile eine der besten Final Fantasy Stories sein soll, die es so gibt. Neue Klassen eingeführt, die Quests immer weiter ausgebaut, wo ich wohl eine richtig coole Geschichte erzählt, darum, dass eben auch deine Taten Folgen haben in dieser Spielwelt letztendlich, die du verbringst. Und ja, haben es geschafft, das jetzt hinführend zu dem ja wohl letzten Add-on, was jetzt kam vor kurzem, Endwalker, alle richtig gehypt waren und dass das auch wirklich ist, jetzt soweit ist, dass das Spielerzahlen hat, die es noch nie vorher erreicht hat, das Game. Es sind wohl bei Endwalker teilweise Server gecrashed, weil so viele das spielen wollten. Und vor allem, dass auch wirklich richtig viele große Streamer und so von WoW wegwechseln zu Final Fantasy XIV, weil da einfach die Qualität immer besser und immer besser geworden ist. Mit der Zeit, dass viele halt sagen, im Moment, das ist das beste MMO auf dem Markt. Ja. Und das ist halt wirklich sehr, sehr beachtlich, dass man da nicht einfach gesagt hat, ja, okay, war ein Fehlschlag, doof gelaufen, sondern dass da ja wirklich offenbar viele Leute, inklusive der Verantwortlichen, da geglaubt haben, nein, aber da kann man noch was rausholen. Ja, und es hat sich sehr ausgezahlt. Ja, das ist schon krass. Vor 10 Jahren fing die Story, die Reise von Final Fantasy XIV an und ja, geht bis heute weiter. Ja. Ja, dann ein Game, wo ich offen gesagt sagen muss, ich habe keine Ahnung, aber ich konnte es Raihan nicht antun, Fire Emblem Awakening hier nicht reinzupacken. Also, es kam Fire Emblem Awakening, das ist ein Fire Emblem-Teil und da kann man bestimmt coole Sachen machen und Rundenstrategie tun und das war bestimmt gut. Grüß dich, Raihan. Sorry, ich hab's auch nicht gespielt, keine Ahnung. Ich bin erst mit Three Houses eingestiegen, deswegen. Ja, deswegen, keine Ahnung. Ich hatte kein Nintendo Dudes irgendwas, deswegen, keine Ahnung. Und dann als letztes noch das Spiel des Jahres, des Sommers, wie auch immer. Das, was alle gequält und gefoltert hat und was einen verfolgt hat, egal wo man hingegangen ist: Flappy Bird. Ja. Was bis heute immer noch in verschiedenen Spielen als Easter Egg, als Minispiel und keine Ahnung was immer noch mit eingebaut wird, weil es halt so krass damals gelaufen ist einfach, weil fast jeder hat es damals gespielt. Damals die großen Streamer und so weiter haben Millionen gefühlt damit gemacht, indem sie halt im Stream Flappy Bird gespielt haben. Ja, genau. Damals war es ja mehr noch YouTube, ne? Ja, genau, YouTube Streaming noch. Ist ja dann erst später groß geworden. Und es war halt das Ding überhaupt. Und ja, was soll man sagen, für die, die vielleicht auch noch zu jung waren, das zu verstehen. Es war ein Spiel, du hast dein Handy gehabt. Ja. Das war alles. Also du hast einen Vogel, der sich sehr beschissen steuert, indem du auf ihn drauf drückst. Und je nachdem, wie doll du drückst, springt der höher oder nicht so doof. Und dann kamen grüne Röhren von oben und unten und du musstest ihn da durch. Das ist alles, was er gemacht hat. Das ist alles. Und man musste halt versuchen, diesen Vogel durch diese Röhren durchzumanövrieren. Das Spiel hat gezählt, durch wie viel du durchgekommen bist. Und da musst du einen Highscore durchmachen. Es gibt Weltrekordhalter in diesem Spiel. Ja. Das ist alles. Das war das gesamte Spiel. Und ich weiß nicht, was damals war. Es war ein kollektives Zusammenbrechen der Gesellschaft. Ich weiß es nicht. Aber hat man ja manchmal. Also generell war das ja die Zeit, wo so die Handygames gerade richtig krass im Kommen waren. Ich meine, es ist ja bei vielen, wenn du anguckst, was du bei Angry Birds machst. Das ist natürlich nochmal viel anspruchsvoller als das, nicht falsch verstehen. Ja. Aber du siehst, was du auch da nur. So, und guckst halt, was passiert. Das war halt eins dieser Phänomene, wo man wirklich, ich hab's nie gespielt, aber wo man da drauf guckt hat und war so, warum? Ja. Warum ist das so erfolgreich? Es war in der Liste mit, ansonsten war das zum Beispiel auch Cookie Clicker. Es war auch der Geburtsgeschichte von Cookie Clicker, auch so ein Spiel, wo du einfach die ganze Zeit nur
auf einen Keks klickst mit deiner Maus. Klick, 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 klick. Mehr hast du nicht gemacht. Das war halt so dieses Jahr, wo all diese Spiele eigentlich schon fast so Idle Games mäßig irgendwie rausgekommen sind. So irgendwie so ja. Das, wo halt nichts wirklich getan hast, wo einfach der Sinn dahinter nicht wirklich da war. Aber es haben alle gespielt. Es war überall. Flappy Bird war in Nachrichten. Das weiß ja. Ich noch, das wurde in Nachrichten, wurde dieses Spiel präsentiert. Und der Flappy Bird, die Sensation und keine Ahnung was. Der Typ, das wurde von einem Typen entwickelt oder irgendwie sowas. Der ist Millionär durch Flappy Bird geworden. Da glaube ich auch. Es gibt die Spiele, wo gesagt, von einem Entwickler war oh krass. Ja. Wüsste auch nicht, was mehrere Leute machen würden an diesem Spiel. Naja, aber es, ja, keine Ahnung, es war ein, es war weird. Ja, man kann glaube ich festhalten, da ging die Verdummung und Verrohung der Gesellschaft los. Ja, so. So Flappy Bird war der Anfang. Einfach nur sinnlos irgendwo drauf drücken. Ja, ich keine Ahnung. Ich kann es auch nicht mehr erklären heutzutage. Ich habe versucht, Flappy Bird aus meinem Gehirn so von den letzten 10 Jahren zu löschen. Aber heutzutage stehen wir vor dem TikTok-NPC-Trend und man denkt, okay, ist bald vorbei. Wir nähern uns dem Ende. Ja. Ja, nee, keine Ahnung. Flappy Bird war wirklich. Es war eines der ersten großen, richtigen Social-Media-Sensationen, irgendwie, weil halt alle Social Media auf Facebook waren und es gab auch dann zig Trilliarden Klone, die halt mitversucht haben, da auch noch mit Geld zu verdienen irgendwie. Ja. Wo der Vogel halt gegen eine Katze, gegen eine Erdnuss, gegen einen Elefanten oder sonst irgendwas ausgetauscht. Das war schon krass, aber das Flappy Bird, ja. Na, da sind wir doch für diesen Cast auf einer schönen Note geendet. Ja. So, der absolute Verzweiflung. Ja. und werden dann hier nächste Woche weitermachen mit dem zweiten Teil, wo es dann noch um die letzten Spiele geht. Und keine Angst, da kommen auch noch ein paar gute Games. Na, hoffentlich. Wenn euch das gefällt, lasst gerne noch einen Daumen hoch da. Und ansonsten schaut euch natürlich ganz gerne die ganzen anderen wunderbaren Podcasts hier bei Graum Entertainment an. Die sind alle ganz, ganz toll. Oder schaut auch gerne drüben bei Graum Gaming vorbei für unsere Videospiel- und Livestream-Aufzeichnungen, als auch drüben bei Prepare to Dice für unser Pen and Paper-Abenteuer oder auch bei WrestleMania, wenn ihr ein bisschen Wrestling gucken wollt. Genau. Dann würde ich sagen, habt einen wunderbaren Morgen, Mittag, Abend oder Nacht, je nachdem, wenn ihr es hört oder schaut. Bis zum nächsten Mal. Also Ramen. Und euer Rauton. Ciao.